Unsere heutige Tour starten wir in Obermossau im Mossautal. Es ist ein Rundwanderweg von ca. 18 Kilometern und er führt uns über Wiesen und Täler durch Wald und Felder. Dieser kleine Kerl hat es ganz schön eilig. Wahrscheinlich ist ihm genauso warm wie uns. Immer wieder eröffnen sich herrliche Ausblicke. Hier blicken wir auf die Mossauer Höhe. Man braucht nur in den Wald einzutauchen und schon wird man von einem Vogelkonzert empfangen. Die Rapsfelder glänzen in der Sonne wie Gold. Wir haben die Mossauer Höhe hinter uns gelassen und wandern nun Richtung Wald. Obwohl es Samstag ist und herrlichstes Wanderwetter, sind so gut wie keine Leute unterwegs. Heidelbeerbüsche, soweit das Auge reicht. Das ist der Weiler Rossbach. Und diese Scheune hat schon bessere Tage gesehen. Die saftig grünen Wiesen sind schön anzuschauen. In der Luft bewegen sich zwei Greifvögel, doch leider sind sie mit meiner kleinen Kamera nicht einzufangen. Jetzt befinden wir uns auf der Hohen Straße, einem historischen Höhenweg. Immer wieder blicken wir über Wiesen und Felder. Das ist das Naturdenkmal Tränkfeldeiche. Thank you.
sind wir auf dem Elsfelder Weg nach Untermossau. Die kleine Hummel ist ordentlich beschäftigt. Das ist der letzte längere Anstieg. Wir befinden uns auf dem Weg zum Rosselbrunnen, der auch als Kneippanlage genutzt wird. Die Nachmittagssonne taucht den Wald in ein besonderes Licht. Auf dieser Wanderung waren die schmalen Pfade, so wie hier, leider die Ausnahme. Und da ist er, der Rosselbrunnen. Das Wasser ist glasklar und eiskalt. Ich habe mich entschlossen, ein paar Runden zu drehen. Es soll ja gesund sein. Allerdings gebe ich nach einer Runde schon auf. Das Wasser ist so eisig kalt, dass es Schmerzen verursacht. Damit hatte ich nicht gerechnet. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Finkenbrunnen. Ein schmaler kleiner Weg führt hinauf zum Finkenbrunnen. Da er nur sehr spärlich ausgeschildert ist, sind wir auch hier alleine. Beim Finkenbrunnen handelt es sich um eine Tümpelquelle. Mit einem markanten Quelltrichter. Mhm.
Die Wiese wurde gemäht und es duftet nach Heu. Das Konzert der Grillen ist atemberaubend schön und es passt zu dieser Landschaft. Wir sind auf den letzten Metern unserer Wanderung und wir hoffen, dass es euch genauso gut gefallen hat wie uns. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns das nächste Mal wieder begleitet. Bis dahin bleibt gesund und macht's gut.